Sie sind die stummen Zeugen vergangener Epochen. Mumien, unverweste Leichname. Schaurig, rätselhaft und vielfach unerforscht. Man sieht hier im Gesicht auch noch Oberlippe und Unterlippe. Ein Glücksfall für die Wissenschaft. Mithilfe modernster Technik werden den Toten ihre Geheimnisse entlockt. Und überlieferte Legenden dabei auch mal begraben. Wenn dieser Mensch vom Dach gefallen wäre, dann müsste er offene Brüche haben. Die Spurensuche am Röntgenbild. Für Historiker nicht ungewöhnlich. Mehr als 1000 Mumien ruhen noch in deutschen Grüften und lassen die Forscher rätseln. Warum sind die Leichname nicht verwest? Und wurden die Toten von ihren Zeitgenossen vielleicht sogar bewusst für die Nachwelt konserviert? Die mittelalterliche Wehrkirche St. Nikolaus in Nedlitz, Sachsen-Anhalt. Ihre massiven Mauern aus dem 12. Jahrhundert bergen ein gut gehütetes Geheimnis. Nur wenige wissen um die düstere Entdeckung, die der örtliche Kirchenverein heute der Öffentlichkeit präsentiert. Die Überraschung wartet hinter dieser Tür. Im Sockel des mächtigen Westturms findet sich diese Gruft, einen halben Meter unter dem Erdboden. Mit Ehrfurcht betreten Eberhard Eppler und Eberhard Rode den rund 12 Quadratmeter großen Raum. In ihm ruhen 7 Särge. Ihre massive Bauweise und die Ornamente an den Beschlägen lassen nur einen Schluss zu. Hier müssen hochrangige Persönlichkeiten der Gemeinde für die Ewigkeit bestattet worden sein. Frauenkörper in einem prächtigen Kleid, vollständig mumifiziert. Beinahe so, als habe man ihn erst kürzlich in den Sarg gelegt. Wir waren überrascht über den sehr guten Erhaltungszustand ihrer Kleidung. Ganz überrascht waren wir über die Art der Einlagerung der Leiche in diesen Sarg mit sehr vielen Bändern, deren Gründe wir nicht ganz begreifen können. Und wir sind sehr angetan auch von der sehr gut erhaltenen äußeren Figur der nun doch sehr alten Dame. Der Sarg gegenüber ist größer. Schön so. Gleichmäßig hoch. Und in eins. Ja. Bestes Eigenhäus. Ich habe ordentlich schwer. Okay. Ich habe. Unter dem massiven Deckel eine weitere Mumie. Den Nedlitzern gibt ihr gruseliger Fund Rätsel auf. Die Leiche trägt offenbar eine seltsame Mütze auf dem Kopf und ist von Insekten etwas angegriffen. Wer war der Mann, wer die Frau im Nachbarsarg? Wie und wann sind diese Menschen zu Tode gekommen und warum sind ihre Körper nicht verwest? Fragen, über die zunächst nur spekuliert werden kann. Ein erster Verdacht: Liegt die Ursache für die Mumifizierung in der besonderen Architektur der Gruft? Dieses Kreuzgewölbe ist so gestaltet, dass eine ganz starke Durchlüftung eintritt. Wir sehen also 2 große Bullaugen, wo also ein ständiger Luftstrom gewährleistet ist. Und dann sind die Kreuzgewölbe so gestaltet, dass sie einen ständigen Luftaustausch mit der Umgebung sichern. Es sind also Schlitze in der Außenwand zu sehen, wo also ein ständiger Luftstrom von einer Seite zur anderen gewährleistet ist. Und es wird also eindeutig vermutet, dass diese Vorbereitungsarbeiten so geschickt angelegt wurden, dass eine charakteristische natürliche Mumifizierung eingetreten ist. Hat also jemand diese Kirche ganz bewusst so gebaut, um die Körper der Toten für die Ewigkeit zu erhalten? Jens Klocke arbeitet als Restaurator unter anderem am Ägyptischen Museum in Berlin und hat schon viele Mumien untersucht. Auch wenn man konservierte Leichen zumeist mit dem Reich der Pharaonen in Verbindung bringt, die Nedlitzer Funde zeigen, es gibt sie auch in unseren Breitengraden, die unverwesten Zeugen längst vergangener Zeiten. In den letzten Jahren kommt immer mehr in den Blick, dass wir auch viele Mumien in den Grüften unserer europäischen Kirchen hier finden. Und sogar auch bei uns ganz in der Nähe in Deutschland werden Mumien in Kirchen aufgefunden oder man befasst sich mit diesen Mumien erstmals einigermaßen scham- und angstfrei, weil sie ein Stück weit in den Blickfeld unseres
Kulturraums kommen. Bis zu 1000 noch unentdeckte Mumien werden in den Grüften von deutschen Schlössern und Kirchen vermutet. Jens Glocke erhält immer wieder Hinweise auf spektakuläre Funde. Auch der Kirchenverein von Nedlitz hat sich bei ihm gemeldet. Der Restaurator soll die zwei konservierten Leichen genau in Augenschein nehmen. Für eine fachgerechte Untersuchung ist eine professionelle Fotoausrüstung zur Dokumentation genauso wichtig wie Messgeräte, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit an den Mumien festzustellen. 2 Stunden Fahrt sind es von der Werkstatt des Restaurators bis zum Fundort nahe Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Die Erforschung von Mumien in Deutschland, hier hat sie ihren Ursprung. Der St. Petri-Dom in Bremen. Sein jahrhundertealtes Gemäuer beherbergt die wohl bedeutendste Mumiensammlung der Republik, den sagenumwobenen Bleikeller. In massiven Holzsärgen liegen hier insgesamt 8 Leichen. Die Körper sind vollständig mumifiziert. Um 1698 entdeckte ein Orgelbauer durch Zufall die unheimlichen Toten in ihrer Grabstätte in der Ostkrypta. Seitdem rätseln die Bremer, warum sie nicht verwest sind. Lange Zeit hielt sich das Gerücht, die im Bleikeller für das Kirchendach gelagerten Metallplatten seien der Grund für die Mumifizierung. Chemische Untersuchungen aber machten diese Theorie zunichte. Wilhelm Tacke hat sich intensiv mit dem Phänomen im Bleikeller beschäftigt. Der Hansestädter kennt die Mumien in allen Details und hat als Grund für ihre Erhaltung eine recht einfache, aber plausible Erklärung. Der menschliche Körper, da wird die Verwesung durch die Austrocknung überholt. Und das passiert in 1,5 bis 3 Monaten. Da wir wissen, dass der Urbleikeller die Ostkrypta ist und dort die Fenster nicht dicht waren, die meisten im Winter gestorben sind, also Aasfliegen nicht vorhanden waren und es wie Hechtsuppe zog, war genau das Biotop vorhanden, das einen Menschen zur Mumie macht. Um dem Rätsel der Mumifizierung auf die Spur zu kommen, wagten die Bremer schon vor über 200 Jahren mit diesem Menschen ein Experiment. Sein Name? Konrad Ehlers, ein Tagelöhner. Er ist ein Versuchskaninchen, wenn man so will. Man hat ihn in den Bleikeller gelegt, nachdem man ihm vorher freie Kost und Logis gegeben hat. Bedingung, du musst nach dem Tode im Bleikeller, um festzustellen, klappt es noch mit der Mumifizierung. So, und dann hat man ihn immer wieder besucht und in den ersten Tagen festgestellt, es gibt Probleme. Der Bauch wird dick, es ist Schaum vorm Mund. Und als man dann ein paar Tage übers Wochenende ihn nicht gesehen hat und am Montag wiederkam, war plötzlich kein Schaum mehr da, der Bauch war eingefallen und die Austrocknung hatte praktisch die Verwesung überholt und er war fertig und man hat ihn einfach dann zeigen können. Ohne Namen, aber mit einer düsteren Legende behaftet, liegt diese Mumie in ihrem Sarg. Bremens berühmteste Leiche, der sogenannte schreiende Dachdecker. Er soll durch einen schweren Sturz vom Gebälk des Doms ums Leben gekommen sein. Über Generationen erzählen die Küster bei Touristenführungen, man könne am geöffneten Mund der Mumie sogar noch den Todesschrei erkennen. Doch ist dieser Mann wirklich durch solch einen Unfall gestorben? 1985. Ein Team aus mehreren Fachärzten untersucht den Körper des Dachdeckers mit einem mobilen Röntgengerät. Die evangelische Kirche, unter deren Obhut sich die Mumien befinden, stimmt der Aktion zu. Der Radiologe Dr. Eckhard Prölz wertet damals die Röntgenbilder aus. Sein Ergebnis sorgt für eine handfeste Überraschung. Wir konnten an dieser Aufnahme und auch an den Aufnahmen des übrigen Skeletts sehen, dass die Knochenstruktur völlig erhalten und völlig intakt war, sodass Knochenbrüche, die man ja erwarten würde, wenn ein Mensch vom Dom stürzt, ausgeschlossen werden konnten. Die Geschichte vom verunglückten Dachdecker. Ebenso schaurig wie frei erfunden. Doch wer war dieser Mensch dann wirklich? Und woran ist er tatsächlich gestorben? Zu unserer Verwunderung sahen wir dann in dieser Aufnahme des Brustskeletts einen Fremdkörper, einen metalldichten Fremdkörper, hier in Projektion auf die Wirbelsäule und in der Nachbarschaft solch kleine Metallabriebpartikel. Als die Ärzte die Mumie auf die Seite drehen, wird klar, in der Muskulatur des Rückens steckt eine Gewehrkugel. Wurde der sogenannte Dachdecker tatsächlich also ermordet? In Bezug auf die Todesursache macht das Team dann noch eine weitere Entdeckung. Als die Röntgenaufnahmen klar machten, dass das ein Schuss ist,
an dem er vielleicht gestorben ist, haben wir uns die Leiche hier hinten genauer angesehen. Wir haben also Reste eines Verbandes gefunden und haben einen Docht gefunden. Dieser Docht wurde in den Schusskanal hineingetan, damit der Eiter abfließen konnte. Die Wunde wurde also offenbar medizinisch versorgt. Trotzdem ist der Unbekannte wohl an den Folgen des Schusses verstorben. Inzwischen vermutet man, dass er ein Soldat war, der im Dreißigjährigen Krieg angeschossen wurde. Zurück nach Nedlitz in Sachsen-Anhalt. Zur Nikolaikirche mit dem mysteriösen Mumienfund in der Gruft unter dem Turm. Nach 2 Stunden Fahrt trifft Restaurator Jens Glocke zur Untersuchung ein. Was wird der Experte jetzt über die Toten hier herausfinden? Die erste Bestandsaufnahme übertrifft seine Erwartungen. Was wir hier vor uns haben, ist ein recht gut erhaltener Körper mit einem sehr gut erhaltenen Textil für die Zeit, für das Alter. Es könnte sich hierbei um ein langes Seidengewand handeln, was ursprünglich mal vielleicht fast weiß oder nur so leicht beige war. Und es ist erstaunlich, wie gut hier die Falten des Gewandes erhalten sind und wie diese Draperie hier oben zum Beispiel im Bereich des Oberarms noch so liegt, wie man sich vorstellen kann, dass es am Tag der Bestattung hindrapiert wurde. Hier oben am Kopf hat er so eine Art Mütze auf. Das ist nun keine Mütze, sondern die Unterkonstruktion einer barocken Lockenperücke. Nur fehlen eben hier sämtliche Haare, die wohl den Insekten zum Opfer gefallen sind. Und trotz der Insektenlöcher in der Oberfläche der Haut, die auch hier im Gesicht zu sehen sind, ist eigentlich der Alterungszustand recht gut. Man sieht hier im Gesicht auch noch Oberlippe und Unterlippe, die als plastisches Element, als plastisches Gewebe noch erhalten sind, auch nicht derart eingetrocknet, wie man es oft erwarten würde. Und auch von der Zunge ist eben noch das Volumen erhalten und zu sehen. Ganz was Feines. Sieht man selten? Sieht man selten. Weil der Experte die Mumie zur weiteren Analyse an einigen Stellen berühren muss, kommen nun Gummihandschuhe und eine Schutzmaske zum Einsatz. Die Arbeit an jahrhundertealten Mumien ist nicht ungefährlich. Oft sind die getrockneten Leichen von Pilzen mit giftigen Sporen befallen. Werden die aufgewirbelt und eingeatmet, können sie Allergien und sogar tödliche Infektionen auslösen. Jens Glocke macht sich auf die Suche nach den Händen des Toten. Ah, da ist zum Beispiel die linke Hand. Da haben wir hier einen Finger, noch einen Finger. Man sieht, wie schön voluminös auch noch, so ähnlich wie meine Finger, das Gewebe erhalten ist. Auch die Füße sind in einem guten Zustand. Sogar die Zehennägel sind erhalten. Trotzdem muss der Experte äußerst behutsam vorgehen. Im schlimmsten Fall könnten Teile der Mumie zu Staub zerfallen. Als nächstes werden einige Proben entnommen. Ich werde mit Klebfilm von der Oberfläche ein kleines bisschen anhaften Staub und Schmutz abnehmen, ohne dabei das menschliche Gewebe oder auch das Mumientextil zu beschädigen und möglichst auch ohne dabei Selbstspuren auf dem Klebfilm zu hinterlassen. Die winzigen Partikel werden später im Labor mikroskopiert. Wer aber sind die unbekannten Toten, für deren Konservierung die Pfarrkirche vor Jahrhunderten offenbar eigens umgebaut wurde? Die Mitglieder des örtlichen Kirchenvereins haben in Archiven recherchiert und einiges über die Verstorbenen herausgefunden. Diese Person wurde hier 1753 im Alter von 65 Jahren beigesetzt. Ihr Name? Johanna Juliane Pforte. Frau Pforte war die Ehefrau des Verwalters und späteren Eigenpächters des Gutes Nedlitz. Sie hatte eine Reihe von Angestellten, lebte in dem Verwalterhaus und brauchte mit Sicherheit keine schwere körperliche Arbeit zu leisten. Deshalb ragte sie also gegenüber der sonstigen Bevölkerung heraus. Sie hat auch eine Kleidung an, die nicht typisch ist für Nedlitz, eine sehr elegante Kleidung. Aus der gleichen Zeit, doch von deutlich höherem Rang, ist der Tote im Sarg gegenüber. Es handelt sich um den adligen Gutsbesitzer höchstpersönlich. Ein Grabstein hinter seinem Sarg gibt Auskunft über seine Identität. Sein Name? Robert Christian von Hake.
Geheimrat seiner Königlichen Majestät in Preußen, Amtshauptmann und Gerichtsherr zu Nedlitz. Gestorben am 30. Juli 1720 im Alter von 51 Jahren. An einer Wand im Chorraum der Kirche befindet sich dieses aus Stein gehauene Epitaph. Über der Kartusche mit Inschriften und Rokoko-Ornamenten hat man Robert Christian von Hake nach seinem Tod verewigt, in Gestalt dieser Porträtbüste. Das Bildnis aus Stein zeigt noch seine barocke Lockenperücke in voller Pracht. Herr Hake war außer seiner Eigenschaft als Erbherr von Nedlitz Kammerpräsident des Herzogtums Magdeburg. Er war außerdem Direktor des Jerichower Kreises, Direktor der Stadt Burg. Er hatte weitere Funktionen in Giebichenstein und Halle wahrzunehmen, sodass anzunehmen ist, dass er die geringste Zeit hier in Nedlitz ständig anwesend war. Seine Familie lebte hier, er war zweimal verheiratet und hatte dadurch also auch eine Reihe von wahrnehmenden Funktionen als Vater. Warum genau dieser bedeutende Vater von 16 Kindern das Zeitliche segnen musste, ist noch nicht erforscht. Starb Robert Christian von Hake überhaupt eines natürlichen Todes? Ortswechsel. Ein Dorf in Brandenburg. 90 Kilometer nordwestlich von Potsdam liegt die Gemeinde Kampel. Hinter der kleinen Wehrkirche aus dem 13. Jahrhundert verbirgt sich dieser unscheinbare Anbau mit einem schmalen Lüftungsschacht. Er beherbergt ein mehr als 300 Jahre altes Mysterium. Ein biologisches Rätsel, für viele bis heute wissenschaftlich ungelöst. Der Ritter Kalebutz, eine 1,70 Meter große Mumie. Bestens erhalten, unter einem Glasdeckel, für Besucher aus nah und fern öffentlich zu besichtigen. 1794 wurde der getrocknete Leichnam in dieser Gruft entdeckt. Für die 2 Euro Eintritt gibt es noch eine kostenlose Führung dazu. Ein Komplettpaket, Sagen und Legenden inklusive. Die Mumie des Kornett Christian Friedrich von Kalebutz ist 308 Jahre alt. Er wurde am 6. März 1651 geboren und starb im Alter von fast 52 Jahren im November 1702. Warum der Leib des Ritters nicht verwittert ist? Als Gutsherr hatte Kalebutz bei den Jungfrauen angeblich das Recht auf die erste Nacht. Weil sich eine Magd ihm versagte, soll er deren Bräutigam aus Rache erschlagen haben. Vor Gericht kam es dann zu einem folgenschweren Schwur. Der gilt als Ursache für die Mumifizierung. Er soll seinen Schwur, die Wörter hinzugefügt haben, wenn ich der Mörder war, dann wolle Gott, dass mein Körper nach meinem Tode nicht verwese. Soweit die Legende. Doch inzwischen gibt es andere Erklärungen. Der Ritter ruht in einer raffiniert gebauten Totenkiste, einer Konstruktion aus 2 ineinander geschachtelten Särgen. Die Glasplatten wurden erst viel später aufgesetzt. Über dem Kopfende des Ritters Kalebutz ist noch der Originaldeckel des Sarges an der Wand befestigt. Die Bauweise mit einer inneren Kiste aus Tannen und einer äußeren aus Eichenholz sorgt für ein besonderes Mikroklima. Und dieses wiederum für eine nahezu perfekte Konservierung der Ritterleiche. Restaurator Jens Klocke hat vor einigen Jahren die berühmte Grabstätte in Kampel mit sogenannten Klimadatenloggern untersucht. Das sind solche Geräte wie diese hier. Die kann man eine sehr lange Zeit alleine lassen, dort, wo sie messen sollen. Einen haben wir im Turm das Außenklima messen lassen. Einen haben wir zwischen Innensarg und Außensarg das Klima messen lassen, was der Mumie sehr nah ist. Und hier auf dem Ausdruck oder auf dem Chart kann man erkennen, bei der roten Linie, die zeigt die Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchtigkeit, die bewegt sich hier ganz knapp um und bei 60% und macht nur sehr kleine Ausschläge. Das ist ein Klima, was sich einige Museen wünschen würden für ihre Depots und was häufig nicht erreicht wird, es sei denn, man treibt einen sehr großen Aufwand. Und das stellt sich in der Gruft vom Ritter Kalebutz in Kampel automatisch ein, zwischen Innensarg und Außensarg. Im Innensarg ist es dann also eine noch flachere Kurve. Wer immer sich diese Konstruktion für den Ritter ausgedacht hat, wollte er nur einen besonders prächtigen Sarg bauen? Oder verfolgt er etwa das Ziel, den Kalebutz für die Ewigkeit zu erhalten? Tatsache ist, in Verbindung mit der guten Durchlüftung der Gruft wurden hier vor mehr als 300 Jahren die idealen Bedingungen für eine Mumifizierung geschaffen.
Auch in der Gruft unter dem Kirchturm von Nedlitz in Sachsen-Anhalt herrscht ein konstant kühles Klima. Die Mitglieder des Kirchenvereins wollen ihre Mumien nun nach dem Vorbild des Ritters Kalebutz ebenfalls ausstellen. Die Einnahmen würden ein wenig Geld in die klamme Gemeindekasse spülen. Ganz vorsichtig. So, erstmal. So. Doch bevor an Führungen in die Gruft zu denken ist, müssen die Nedlitzer ihre Mumien fachgerecht aufbereiten lassen. Restaurator Jens Glocke ist inzwischen in seinem Labor eingetroffen und analysiert die Proben. Ist die Erhaltung der getrockneten Körper wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick schien? Der Restaurator Jens Glocke wagt einen ersten Blick durchs Mikroskop. Die Proben von der Mumie zeigen zwar ein paar Insektenlarven, aber ansonsten Entwarnung. Also befürchtet habe ich in dem Bereich von der männlichen Mumie vom Kopf, dass sich unter Umständen flächendeckende Bereiche mit Pilzmyzel, Pilzwachstumsformen finde, vielleicht eine ganze Menge Pilzsporen, die da unterwegs sind. Und die Klebfilmprobe hat jetzt gezeigt, dass eine ganze Menge Spinngewebe darauf liegt, was manchmal ähnlich aussieht. Und dass ich hier keine Pilzsporen finde, das ist ein ganz gutes Ergebnis. Denn das bedeutet, dass die Restaurierung der Mumie deutlich weniger Aufwand erfordert als befürchtet. Dabei waren sowohl die stattliche Leibesfülle des Herrn als auch die Temperaturen zum Zeitpunkt seines Ablebens für eine natürliche Konservierung denkbar ungünstig. Der Erhaltungszustand von Robert Christian von Hake ist so gut angesichts des Zeitpunkts, wo er starb, nämlich am 31. Juli zur wärmsten Jahreszeit, dass ich glaube, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit hier sogar Balsamierer am Werk gewesen sein könnten. Das wäre mal durch weitere wissenschaftliche, sehr vorsichtige Untersuchungen zu prüfen, ob man darauf Hinweise findet. Das wäre in der Tat eine Sensation. Denn bislang gibt es wenig Belege dafür, dass hierzulande balsamiert worden wäre. Der Geheimrat in seiner dunklen Gruft käme so posthum zu ganz neuen Ehren. Und seine Heimatgemeinde wohl zu einiger Berühmtheit.